Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Schild, dem DLC. Rüstungsinsel heißt es, glaube ich. Und wir sind natürlich auf dieser Rüstungsinsel und wir sollen uns mit einem Pokémon anfreunden, welches eigentlich für diese Insel vom Level her eigentlich eine Frechheit ist. Das ist nur auf Level 10 oder sowas, oder 20 hat das, glaube ich, angefangen. Aber gut. Wir wollen mal nicht so sein. Ich könnte ja eigentlich ihn hier mal wieder nach oben packen. Ja, ich weiß, er läuft uns die ganze Zeit hinterher, aber okay. Wir brauchen irgendwas Cooles oben. Ob wir unser Outfit auch bei ihr ändern können? Anzugkörper. Komm, machen wir mal gucken, was da kommt. Das ist eigentlich rot. Naja, okay. Kann ich mit leben. Also es gibt ja hier eine Karte, ne? Und auf dieser Karte sind 1, 2, 3, 4 Orte, wo wir hin sollen. Ne, einmal nämlich dorthin, dahin, dahin und dahin. Turm des Unlichts. Da möchte ich aber nicht hin. Ich würde eigentlich eher. Ich weiß nicht, mir gefällt das hier irgendwie, diese Wasservorstellung irgendwie viel lieber. Aber gut, wir sind jetzt hier. Dann wäre das Sinnvollste doch irgendwie hier so rum. Vor allem, warum ist deine Krone? Okay, auf jeden Fall müssen wir hier links rum. Und wir müssen auch noch Dicta suchen. Oder ist es hier dieser Corelli oder so? Ich habe ja gehofft, dass es neue Pokémon gibt in diesem DLC. Also neue Weiterentwicklung oder irgendwie sowas. Ich glaube, wir können hier einfach. Können wir hier über diesem. Durch diese Höhle dahin, wo wir hinwollen? Anscheinend. Aber nicht so, wie ich es wollte. Wir haben einen Akku gefunden. Ist das nicht ein Magnetilo? Und Entons. Und hier ist dieses. Da ist dieses. Oh Gott, wie hieß das? Dieses Pokémon, was sich so ändern kann. Einfach wegbrutzeln. Durchbruch war eigentlich eine ganz coole Attacke, wenn ich mich erinnere. Ja, guck mal, dafür kann das weg. Hier wird nicht gemeckert. Morpeko, so hieß das Ding. Auch so ein Unlicht-Pokémon. Okay, das ist eine Flammenattacke. Oh, das ist nicht gut. Ernsthaft? Och Mensch. Ich bin hier so ein bisschen enttäuscht von diesem Pokémon. Ich habe komplett vergessen, die Internetverbindung wiederherzustellen.
Neue Sticker. Jetzt können wir auch einen Zaubertausch machen. Aber wen gehen wir dafür her? Hier. Ihn. So, ein Zaubertausch. Ach, das ist eine Artillerie. Hab ich schon gerade gefragt, was ist das denn? Aber war ja nur ein Artillerie. Ein anderer Typ hier auf dem Wasser. Hier gibt es sehr viele Tentoxas, muss ich immer sagen, ne? Das ging fix mit dem Tausch diesmal. Bestimmt viele Leute von euch auch gerade on. Und wir kriegen so einen komischen... Ah, Corki... irgendwas? Jumper, okay. Klingt, als ob es aus der englischen Sprache kommt. Aber wir haben ihn noch nicht. Voldi, so hieß er. So, jetzt, hier müssen wir doch jetzt sein. Regenbruch, guck mal. Das klingt doch dann danach. Oh, guck mal, das sind diese... diese Sandkisten-Pokémon. Sankabu. Och Mann, ey, warum sind wir auf einmal so extremst heftig, ey? Ich will so ein Sankabu haben. Hier sind wir ein Pokémon drin. Was ist das denn? Feuerflug? Was ist das denn? Ach, das ist dieser Vogel. Guck mal, hier ist so ein... auch wieder dieses Hunde-Pokémon. Ja, sagt. Ich habe ein Haspio geschenkt bekommen. Ist das ein Simsala? Tja, Simsala. Da musst du jetzt leider durch. Es ist krass, dass man hier solche Pokémon einfach mal so wild antreffen kann. Okay, wenn wir jetzt Dings machen würden. Oh nein! Okay, ich muss mir ein schwächeres Pokémon raussuchen, aber welches? Mein Wailord wäre zu stark. Oh. Hallo, Chillok. Hey, wir haben einen Turtok. Lichtkanone. Das klingt auf jeden Fall interessant. Eine Stahlattacke. Ob sie noch Hydropumpe lernen? Nein, schade. Was ist ein Turtok ohne Hydropumpe, ey?
Drachen-Pokémon. Drache, das heißt, wir brauchen ein Feen-Pokémon. Versuchen wir mal unser Glück. Auf geht's! Ein Schadrago. Das ist, glaube ich, dieser mit dem roten Kopf, ne? So, machen wir unser Pokémon groß. Und ich hoffe, dass wir stark genug sind, dass wir da ein bisschen was ausrichten können gegen das Vieh. Ist Eis überhaupt effektiv? Oh, Eis ist effektiv gegen Drachen. Jetzt kriegt er seine drei Schildchen. Na komm, das muss doch irgendwas gebracht haben, dass es verwirrt ist. Danke. Immer drauf da. Yay. Das hat ja fast gerade nichts gebracht. Ja, so kann ich weitermachen. Das hat ihm sogar richtig weh mal. Ja, noch sind wir im grünen Bereich. Jetzt nicht mehr.
Na komm. Geht doch. Wir nehmen. Was nehmen wir denn? Ist irgendwas für Drachen? Nehmen wir einfach einen Hyperball. Ey, wir haben einen Chadrago gefangen. Irgendwie finde ich das nicht so cool. Weiß ich nicht. Ein Großsiel vielleicht, ja. Aber so cool, was wir gelernt haben hier. Naja. Ein Höhlen-Pokémon. Na komm, wir geben ihm einfach einen schönen Namen. Drachen-Pokémon haben irgendwie fast nur Nachteile. So, deswegen, wir müssen hier irgendwo. Das ist doch hier das, wo wir sein sollen, ne? Ich sehe hier aber niemanden, der da zugehört. Oh, da hinten ist eine Schaufel. Komm, wir machen hier einfach mal ein Camping. Ja, dann geh. Jetzt komm her. Ja, genau du. Genau du. Okay, John, ja, und dann machen wir das vielleicht? Oh gut, da hat sich jemand unserem Camp angeschlossen. Das bringt jetzt so mit dem Ball nicht. Ja, dann machen wir mal weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt für unseren Ort gezählt hat.
Anscheinend nicht. Ich würde sagen, war das Shiny, aber ich glaube nicht, dass das Shiny Wingull Pink ist, oder? Okay, zoomen wir mal weiter ab hier. Hier ist ja noch ein Strand. Und hier läuft ja auch keiner von diesen Schülern rum. Er hat ja gesagt, wo wir hin sollen, sind die Schüler. So, hier, da ist eine Schaufel auf jeden Fall. Ja, da ist sie schon wieder. Nee. Oder wir müssen ihn wirklich vorne haben. Auf jeden Fall ist hier ein Diktor. Wie dick das hier auf einmal spawnen. Okay, 5 dick, das noch in der Ringbucht. Ich wollte schon sagen, stimmt mit dem Garados nicht. Jetzt sind wir hier. Ja, du mich auch, kleiner Hund. Das ist ein Scharniere. Boah, jetzt läuft er her. Ist auch nicht so das, was er wollte, anscheinend. Dann fliegen wir nochmal zurück. Hierher. Okay, wir müssen irgendwie da hinkommen. Oh, guck mal, da waren wir schon. Interessant. Dann fliegen wir da hin. Also, wir sollen irgendwie in diesen Tunnel rein. Und in die Wüste. Mit unseren Darm und Knorgas. Oh, ein Kurtel. Guck mal, hier ist so einer von denen.
was ich viel besser finde, ist... dass da hinten... was viel Größeres ist. Guck mal hier, jetzt gibt's auch... hier sind auch die Pokémon auf beiden Editionen anscheinend. Das, weil dieses Pokémon gab's vorher... nicht auf, in unserer Edition. Und es gibt auch dieses Alligator-Teil. Cool. Ich hoffe ja immer noch, dass es Bummels gibt. Okay, das ist dieses Schlangen-Pokémon. Aber nur in seiner normalen Form. Oh Gott, das ist dieses Ei-Ding. Hier ist ein Knogger. Also diese Insel muss ja eigentlich so zugemüllt sein, wenn man an jeder Ecke irgendwas findet. Hier in der Wüste sind noch 8. Schütze, das ist ja für Rhinoceros, wie heißt er? Rizeros? Rizeros, glaube ich. Von Rihorn, zweite Entwicklung. So. Ernsthaft, also die Wüste ist doch, die ganze Insel ist so zugemüllt mit irgendwelchen Sachen. Was ist das? Einfach nur reines Normal-Pokémon. Was für ein Pokémon nehmen wir denn da jetzt dagegen? Weil Geistattacken bringen nichts. Das ist jetzt wirklich, oder haben wir irgendwas Cooles, was wir nehmen könnten? Ich denke mal, das wird ein... ja, komm, ich versuch's mal mit Wailord. Könnte ein Chanera sein. Oder wie heißt die Weiterentwicklung? Boah, dafür ist es ein bisschen zu klein. Welches Pokémon ist das? Ich will's wissen. Oh, ein Hytera. Wie klein einfach mal mein Wailord ist. Wenn wir aus Wailord ein noch größeres Wailord. Also. Mal gespannt, was jetzt kommt. Jetzt ist es mal in der normalen Größe. So müsste es eigentlich normal groß sein.
die setzen dem ja richtig zu. Damit machen wir schon mal zwei weg. Das war aber richtig viel Schaden. Okay, was setzen wir ein? Ach, wir bleiben mal in dem guten Hyperball. Wir haben einen Hyterer gefangen. Richtig schön. Das packen wir in... Nein, das kriegt keinen Namen. Packen wir in eine Box. Das ist natürlich sehr erfreulich. Habe ich das eben richtig gelesen? Die Box fügt dem Träger Verbrennungen zu. Wir haben uns die Wüste angetan. Guck, jetzt ist das auch, jetzt ist das Teil auch weg. Das heißt, wir müssen wirklich die Leute an diesen drei Gebieten suchen. Na, dann lasst uns mal zu diesem Turm der Prüfung als nächstes hinfahren. Aber bevor wir das machen, machen wir hier einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen, Abo da lassen und schaltet die nächste Folge ein. Bis denn!